Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask 4K. Oder zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Modded Ultra HD, wenn man das ganz ausschreiben will. Aber willkommen zur 4K-Version von Majora's Mask, denn so hübsch habt ihr Majora's Mask noch nie gesehen. Und wir spielen hier weiter. Wir sind nämlich momentan... Ja, wir sind im Dämmerwald. Also, oder? Sind wir im Dämmerwald? Also ich glaube, das alles ist hier der Dämmerwald. Wenn ich mal kurz auf die Karte schaue. Ah ne, wir sind in den Sümpfen. Wo erkenne ich, wo ich bin? Ach, Sümpfe des Vergessens. Ach, boah, da würde ich mir gleich selber eine reinhauen. Wir sind bei den Sümpfen des Vergessens auf jeden Fall. Ist jetzt scheißegal. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir haben nämlich in der letzten Folge... Boah, war es Kuum oder Kotake? Auf jeden Fall eine von den beiden. Ich verwechsel die immer. Aber ich glaube Kuume. Wir werden es ja gleich rausfinden. Wir haben auf jeden Fall die Hexe von beiden gerettet, die hier jetzt beim Infocenter ist. Denn nur so kommen wir jetzt weiter. Und ich bin super hyped. So, let's go. Oh, nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du hier gratis. Okay, was ist das? Die Fotobox. Okay. Der Film in der Fotobox reicht zwar nur für einen Schnappschuss, dieser kann aber jederzeit wieder ausgetauscht werden. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben, Alter. Also gut, die Fahrt geht los. Okay, es geht schon los. Willkommen zur Bootsfahrt. Berühre, um einen Schnappschuss zu machen. Genieße die malerische Sumpflandschaft. Wie mache ich das jetzt mit dem Foto? Ich wähle das mal aus. Den Fotoapparat. Was für eine geile Mucke. Wir können nur ein Foto machen. Ich frage mich nur, wann wir ein Foto machen sollen. Wir müssen doch safe irgendwie ein Foto machen, oder? Irgendwie müssen wir doch ein Foto machen. Es kommt safe eine Stelle, wo man richtig geilen Schnappschuss... Oh, das sieht so mächtig aus in 4K. Es kommt doch safe eine Stelle, wo wir einen Schnappschuss machen müssen, der extrem sick ist. Hier kann man überall noch rumspringen, sehe ich hier gerade, wenn man Deko ist. Guck mal, da ist ein Frosch. Bitte sehen Sie jetzt nach vorne, ein Grozokto. Oh. Den wollte ich eigentlich gerade fotografieren, aber er wurde qualvoll vom Boot aufgespießt. What? Okay, das war's da wohl mit dem Schnappschuss. Da hinten geht's auch weit. Boah, das sieht so... Ey, sorry, dass ich die ganze Zeit schwärme, ne? Aber das sieht Real Talk so krass aus in 4K-Texturen. Willkommen am Dekopalast. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wohin du trittst. Möchtest du von Bord gehen? Ja, wir gehen jetzt mal hier hin. Denn hier führt uns unsere Reise, glaube ich, hin, oder? Du Sein sehr mächtig. Ich dich beobachtet in Wald. Sumpf Sein voller giftigem Wasser seit einiger Zeit. Dämmerwald-Tempel mitten in Sumpf verdächtig. Aber wir nicht finden Eingang. Tempel nur für Deko-Bruder. Gehen zu Deko-König, um Tempel gelassen zu werden. Aber Deko nicht verstehen und Bruder Ballast gefangen halten. Jetzt Bruder und Sumpf beide in Gefahr. Hilfe! Okay. Aber daran kann ich mich noch erinnern. Wie gesagt, einiges weiß ich auf jeden Fall aus dem Spiel, weil ich das schon mal gespielt habe, aber... Es ist wirklich nicht viel, was ich weiß von dem Spiel. Aber so das mit dem Dekopalast, das weiß ich auf jeden Fall, weil das ist wirklich sick. Die Mucke ist so feierbar. No joke, Leute. Ich muss euch halt hier jetzt sofort sagen, ich finde die Mucke von Dekopalast... Oh, guck mal, hier ist eine einzelne Speicherstatue. Zu der kann man sich, glaube ich, nicht porten, oder? Ich speichere einfach mal. Ey, no joke. Also, die Mucke vom Dekopalast ist einer meiner liebsten Zelda-Soundtracks überhaupt. Weil ich einfach sagen muss... Ups. Ja, weil ich einfach sagen muss,
dass die Mucke so unfassbar geil ist. Alter, ist die heavy. Heavy, die ist richtig heavy. Oh mein Gott, ist die Mucke heavy. Lass erstmal hier quatschen. Dieses königliche Palast des Dekoreiches. Fremde haben hier keinen Zutritt. Okay, aber was ist, wenn ich mich zum Deku verwandle, Leute? Da kommen wir doch safe weiter. Safeness. Ich frage mich nur, warte, lass uns mal ganz kurz hier abchecken, wo es hier irgendwo hingeht. Weil hier kommt man auf jeden Fall hoch. Da möchte ich ganz kurz hin. Gut, man könnte jetzt auch das Schild lesen, dann wüsste man, wohin das führt. Weg zum Dämmerwald-Tempel, nur für Dekus. Also ich glaube, dass der Dämmerwald-Tempel der Dungeon ist. Sümpfe des Vergessens. Aber ich glaube, wir haben hier noch nichts zu suchen. Ja, hier ist gerade so viel, was ich machen kann. Ich glaube, ich sollte erstmal mich um den Deku-Palast kümmern. Denn ich glaube, als Deku kommen wir hier sehr gut rein. So, let's go. Zutritt in offiziellen Aufträgen. Und für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge diese Halle geradeaus bis zum Thronsaal, betritt aber auf keinen Fall andere Bereiche. Das heißt für uns, wir betreten jetzt andere Bereiche. Ja, wie wäre es, wenn wir erstmal hier hingehen? Ah, ich erinnere mich. Das ist eine Stealth-Quest. Ich entsinne mich. Oh, das könnte jetzt richtig, richtig tricky werden. Holy shit. Wie gehen wir da vor? Und vor allem, wo ist der beste Weg, hier vorbeizukommen? Ah, hier werden wir halt schon entdeckt, ne? Was, wenn ich jetzt hier hingehe? Hier werde ich nicht entdeckt. Warte, dann gehe ich mal kurz hier hin. Ich gehe hier lang. Okay, dann nervt der hier ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm. Und so können wir uns hier hinter. Aber ist hier nur irgendwas? Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Wo sind hier Dekus? Okay, da ist der erste. Ich glaube, ich muss nach links. Einen anderen Weg sehe ich hier gerade nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier aufpassen. Oh, hier ist der nächste. Uff, uff, uff. Oh, die Mucke, Alter. Warte mal, sehe ich das richtig? Ist das ein Herzteil? Digga, was? Als ob hier einfach ein Herzteil auf übelster Balage-Ehrenaktion ist. Bruder, Ehre. Da fehlt uns nur noch ein Herzteil und dann haben wir sogar schon einen Herzcontainer voll. Da es hier nicht weitergeht, gehe ich mal einfach davon aus, dass wir hier instant den guten Weg genommen haben für uns. Weil wir damit jetzt schon das Secret fertig erkundet haben und uns der andere Weg selbstverständlich wahrscheinlich instant in der Story weiterbringen wird. Also sehr, sehr nice. Also wirklich mit sehr, sehr viel Glück gerade verbunden gewesen, dass wir instant das gefunden haben. Ah, komm, dreh dich um. Oh mein Gott, knapp. Okay, jetzt gehen wir in den anderen Bereich. Und zwar hier. Im inneren Palastgarten. Okay. Okay, hier sind ein paar Rubine, aber die jucken uns nicht, weil wir haben eine volle Rubinbörse. So scheiße das auch ist, aber wir können keine weiteren Rubinen momentan aufnehmen. Hier ist ein Fels. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwann kaputt machen können. Ich bin mir nicht sicher, aber I don't know. Wir schleichen uns erstmal hier weiter von vorbei. Oh, jetzt wird's wirklich tricky. Jetzt sind hier ganz schön viele. Ich hoffe, der geht zur anderen Seite. Ja, geht er. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob wir überhaupt die Ballade des Kronos gespielt haben. Oder Kronos der Zeit heißt das, glaube ich. Damit das die Zeit verlangsamt. Aber ja, haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Weil, kurze Fun Fact, ich musste tatsächlich, ich habe irgendeine Scheiße am PC gebaut und hab somit den kompletten Mod gelöscht und
musste alles neu einrichten. Das war mit sehr viel Frust verbunden. Und dann musste ich halt das kleine bisschen auch nachspielen. Ja. Deswegen entschuldigt mich, falls es nicht so aktuell ist. Also falls ich irgendwas übersehen habe, aber ich denke, ich habe alles gut nachgespielt. Deswegen, falls da jetzt ein paar Minuten irgendwie im Vorordersprung ist oder ich mir Zeit gespart habe, nicht wundern. Für die ganz, ganz, ganz Pingeligen unter uns allen. Du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen, sobald sie vom Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuche es in weiche Erde zu pflanzen und kannst du jederzeit kaufen. Lass es dir schmecken, du hast Wundererbsen erhalten. Damit sie wachsen können, brauchen sie Wasser. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Wir wissen es schon von Ocarina of Time, rein theoretisch. Von der Quelle, da kommst du zum äußeren Palastgarten. Dort gibt es eine Stelle mit weicher Erde. Du kannst die Erbsen jederzeit pflanzen, aber wenn du sie nicht mit Wasser benetzt, wachsen ihre Blätter nicht. Okay, ich glaube sogar, wenn wir hier... Ich glaube zu wissen... Wenn wir da die Wundererbse einpflanzen, die er uns gesagt hat, wo wir sie einpflanzen sollen, glaube ich sogar, hat das mit viel, viel Glück mit einem weiteren Herzteil zu tun. Oder meint er das hier? Nee, denn er meint schon irgendwo beim Pilzpalast. Pilzpalast! Ich meine Deku-Palast, Alter. Auf einmal sind wir bei Mario angekommen. Wo müssen wir überhaupt lang? Hier lang, oder? Ich meine, das ist doch hier, right? Ja, jetzt, ich wollte es lesen, jetzt habe ich es zerstört, ich Vollidiot. Egal, gehen wir up in the sky. Oh, der meint direkt hier. Okay, ich habe instant rausgefunden, was er meint. Er meint das hier. Ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt von ihm Deko-Erbsen bekommen? Ich schaue mal ins Inventar. Ich meine Wundererbsen. Was ist denn heute mit mir los? Ich sammle Deko-Erbsen im Pilzpalast, Alter, oder wie? Ich setze mir die einfach mal hier hin. Ah ne, ich habe keine gekauft. Ja, doch, eine habe ich. Aber warum kann ich nicht einpflanzen? Warte, wenn ich mich zurückverwandle, dann kann ich sie einpflanzen. Okay. Also, ich habe sie jetzt einfach mal hier eingepflanzt. Ich weiß ja nicht, wann wir irgendwann mal wieder die Zeit zurückdrehen müssen. Weiß Gott, wann das soweit ist. Aber ich denke, wenn wir bis zum letzten Tag noch nicht die Zeit zurückgedreht haben, können wir hier nochmal einen Step zurück machen. Und dann können wir hier das abchecken. Das müssen wir uns schön, schön, schön im Brain aufbewahren, dass wir hier jetzt was eingepflanzt haben. Weil ich weiß nicht, wie viele Tage das braucht, aber wir befinden uns auf jeden Fall nachmittags. Also nicht nachmittags, wir befinden uns gerade am Anbruch des Abends des ersten Tages. Also ist das noch gar nicht so viel gewesen. Und ich habe gerade die Befürchtung, dass ich den komplett falschen Weg gegangen bin. Oder? Warte, ich gehe nochmal zurück. Wo gab's denn dann aber sonst noch einen Weg? Ach nee, warte mal. Ah, ich Idiot. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe mich bedacht, dass man da auch geradeaus rein kann. Alles gut. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt direkt weitergeht, aber ich gehe jetzt erstmal... Ich will das immer lesen, aber zerstöre das immer. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Weil hier drin spielt jetzt die Musik. Und da ist auch schon der Bruder von dem Affen, Thronsaal des Deko-Königs. Und wie man sieht, wird der Affe da gefangen gehalten und er wird fast gegrillt. Also die wollen den wirklich opfern und bestrafen. Das wollen wir natürlich nicht zulassen an der Stelle. Brudi, was geht denn hier eigentlich ab? Man erzählt sich, der Affe hätte die Prinzessin gefressen. Wie fürchterlich. Ich will jetzt nicht garstig sein oder so, aber denkst du, ein Affe frisst Holz? Ja gut, doch, oder? Die essen doch auch Pflanzen. Ach, was weiß ich? Ich bin jetzt kein Tiriologe, Alter. Nur Mitglieder der königlichen Familie können den versunkenen Tempel betreten. Es ist offensichtlich, dass der Affe sie benutzt hat. Den versunkenen Tempel? Guck mal, du bist doch hier der Butler, oder? Du siehst schon aus... Ja, hier, guck mal. Jetzt, da unsere geliebte Prinzessin vermisst wird, ist der König stets sehr aufgebracht. Ich fürchte, die Prinzessin befindet sich in Schwierigkeiten, so wie es der Affe behauptet. Aber in seiner derzeitigen Verfassung ist der König nicht in der Lage, Truppen nach ihr auszusenden. Na, was sollen wir nur tun? Ey, Alter, was ist dein Problem? Dein Gesicht habe ich dir noch nie gesehen. Bist du ein Besucher?
An und für sich sind Fremde in meinem Thronsaal nicht willkommen. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft. Das ist ein Angriff auf die königliche Familie. Ich werde ihm schon zeigen, was dies zur Folge hat. Dieser dumme Affe sitzt dort in dem Käfig. Sieh ihn dir gut an. Ja, das tue ich auch. Ich sehe ihn mir gut an. Alter, was geht denn hier eigentlich ab? Warte, kann ich mit dir reden? Ja. Ich behaupte, ich hätte sie entführt, aber egal wie oft ich es noch sage, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Okay, okay, okay. Also, wir müssen anscheinend einen anderen Weg reinfinden. Das heißt, hier kommen wir jetzt aktuell nicht weiter. Oh, wo kommst du denn her? Sei mein Bruder gesund? Du gesehen Eingang zu der Käfig? Wir kennen den geheimen Weg. Finde Weg zum Eingang zum äußeren Garten aus, aber Eingang hoch oben. Niemand kommen hinauf. Brauchen Erbse von Erbsenverkäufer. Wohnen unter Palastgarten. Du verstehen, was ich sagen? Ja. Oh, du klug sein. Pflanze Erbse in weiche Erde und äußeren Garten. Rest dann selbst herausfinden. Okay, da haben wir alles right gemacht. Ah, lol, dann... Okay, jetzt macht das für mich Sinn. Ich glaube, hier haben wir die schon richtig eingepflanzt. Das führt gar nicht zu einem Herzteil. Ich glaube, das ist der Way to go, den wir machen müssen. Das ist Zufall gewesen. Aber da ich jetzt natürlich nicht länger warten möchte, haben wir doch... Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir haben ja... diesen schönen Song hier, dass wir uns behilflich sein können und den Tag voranschreiten können. Wir können nämlich vorspulen die Zeit. Und das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt zur Dämmerung des zweiten Tages, damit die Wundererbse auch wirklich gut wächst. Ich hoffe, die ist jetzt auch gewachsen. Ich hoffe, dass es nur ein Tag, nur auch vielleicht nur ein halber Tageszyklus. Hauptsache, es ist irgendein Tageszyklus. Ich hoffe, dass wir die jetzt gewachsen... Ah, ne, Moment, ich Idiot! Oder? Ich komme gerade nicht voran, ne? Ich habe gerade keine Ahnung. Hat er nicht auch gesagt, ich brauche Wasser, damit Wundererbsen wachsen? Jetzt habe ich hier vorgespult. Für umsonst. Oh, shit. Aber wie kann ich denn Wasser? Ich habe doch nichts. Ich habe ja auch keine Flasche oder so. Also, ich weiß es nicht. Möchtest du noch eine Wundererbse kaufen? Ja. Damit sie wachsen können, brauchen sie Wasser. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Sie brauchen Wasser. Von der Quelle, da kommst du zum äußeren Pest. Dort gibt es eine Stelle mit weicher Erde. Du kannst die Erbsen jederzeit pflanzen, aber wenn du sie nicht mit Wasser benetzt, wachsen ihre Blätter nicht. Ich brauche Wasser. Aber wie? Wie? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir irgendwo noch einen anderen Weg, den wir gehen können? Weil wenn ich die nicht mit Wasser begieße, dann war's das. Ich brauche definitiv Wasser. Das ist Fakt. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Und um Wasser zu benutzen, brauchen wir eine leere Flasche. Guck mal, hier kommen wir lang. Ich glaube, den können wir killen. Den können wir nicht killen. What? Den können wir nicht killen. Okay, sick. Dann hat das alles recht wenig funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich überlege gerade, wie es dann weitergeht. Boah, krieg ich irgendwo eine leere Flasche geschenkt? Vielleicht muss ich auch noch einen Tag vorspulen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich brauche zuerst
Ich glaube... Ach, warte, jetzt regnet es. Ah! Warte. Warte. Am zweiten Tag regnet es ja. Reicht Regen? Yes! Oh mein Gott, wie... Was ist das denn für ein Genius-Move? Okay. Oh mein... Ich wollte schon sagen, dass ich irgendwas verpasst habe. Alles easy, Friends, Alter. Boah. Okay, das war heavy. Aber als es angefangen hat zu regnen, dann ist es mir eingefallen, dass das doch die Lösung sein könnte. Boah, das war stark. Da bin ich ehrlich, das war eine starke Aktion. Das ist gar nicht so einfach, darauf zu kommen. Warte mal, hier komme ich nicht weiter, oder? Warte, ich will jetzt nicht runterfallen. Okay, ich muss den killen. Wenn ich den nicht kille, komme ich hier nicht weiter. Weil ich glaube, ich brauche seine Blume, um weiterzukommen. Aber warte, dann nehmen wir doch einfach. Dann killen wir den doch einfach. So, perfekt. Jawohl. So. Oh, guckt euch den Mond an. So creepy und so mächtig einfach. Oh mein Gott, ich wäre fast ohne. Wenn wir jetzt runterfallen, dann tut das wirklich weh. So, warte. Boom. Mit dir das Gleiche. Perfekt. Und dann müssten wir es eigentlich schon haben. Ich glaube, mehr ist es nicht. Ich glaube, jetzt müssten wir beim Affen sein, oder? Ah, nee, Moment. Noch die andere Seite. Oh. Noch die andere Seite des Schlossgartens. Okay, okay. Okay. Aber feiere ich. Aber das mit der Wundererbsenblume, das war wirklich heavy. Stark, stark. Da musst du erstmal drauf kommen. Da musst du erstmal wissen, okay, am zweiten Tag, Vormittag, fängt es ja an zu regnen. Vielleicht ist das der Weg. Ich habe da halt nicht dran gedacht. Ich meine, wir haben es auch, glaube ich, nur so legit nur einmal erlebt, als wir noch den Fluch brechen mussten. Beim Maskenhändler. Da mussten wir ja bis zum letzten... Wir müssen ja bis zur zweiten Hälfte, bis zum Abend des letzten Tages warten, ehe wir zum Uhrenturm hoch konnten. Daher haben wir den zweiten Tag auch nur real einmal erlebt, aber wir müssen uns safe merken, dass es am zweiten regnet. Also wirklich, jetzt... Oh, guckt euch das an. Ich küsse dieses geile Näschen von diesem geilen Mond. So, und jetzt müssten wir da sein, wo wir hinwollen. Das ist korrekt. Die behaupten, ich hätte entführt eine Prinzessin. Wie oft sagen, es bringt Prinzessin auch nicht zurück. Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich doch, was ihr wollt. Aber was mache ich jetzt? Kann ich... Okay, Instrument. Ja, genau dieses Instrument hatte die Deko-Prinzessin. Deko-Pfeifen, damit wird sie funktionieren. Okay. Nebenbei, wer bist du? Huch, das ist jetzt nicht wichtig, hör mir gut zu. Habe ich mich gerade versteckt oder so? Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel, über den Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Übeltäter, daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten, ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Ja. Einfach nein. Bro, ich check nichts, Alter. Who give a fuck? Du bist mir egal. Heißt das, du würdest anstatt mir... Warte mal, ich kann gerade nicht lesen. Du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin... Ist das richtiges Deutsch? Du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Ich weiß nicht, ob das... Also, ich check's gerade nicht, ob das Deutsch ist. Ist auch egal. Sehr gut, lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Spitz deine Ohren und hör genau hin. Okay, was ist das für ein Song? Spiel mir die nach. Ah,
Wir sind nicht so am Spitten. Versuchen wir es nochmal. Wir kriegen das hin. L, Y, L. Ich hab gerade zuerst Y, das habt ihr ja gerade gesehen, ne? Das war offensichtlich falsch. Du hast die Sonate des... Was habe ich gelernt? Die Sonate des Erwachens, oder? Fallen die Blätter bei dem Dekokönig so unten rum, die Blätter am Genital, Alter. Schön abdecken, was da für ein Monsterschlingel da unten hängen hat, ha? Was ein schöner Song an der Stelle. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Wenn das mal nicht noch wichtig wird. Das klingt wirklich so, als könnte ich alles, was schläft, wecken. Also das kommt bestimmt noch öfter vor. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Bro, chill! Nimm den Weg, welchen das Deko-Volk nutzt, um den Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Bro, wow, jetzt chill doch einfach mal eine Runde. Kann ich da nochmal rein? Ja, okay. Hängt er jetzt über dem Feuer? Oh mein Gott, was? Willst du mich verarschen? Die tunken den da rein? Das ist nicht in Ordnung, yo! Nee, jetzt mal no joke. Was ist denn das, Alter? Wie sadistisch kann man sein? Jetzt chill doch mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Affe nichts dafür kann. Aber der König, der hat den... Also, da es die Prinzessin ist, gehe ich davon aus, dass es seine Tochter ist. Das ist ja immer so. König, Prinzessin, Prinz. Das ist halt immer. Sümpfe des Vergessens. Okay, wo sind wir hier? Wir kriegen nochmal eine schöne Kamerarundfahrt. Da ist nochmal eine Speicherstatue. Ich hätte aber, wenn ich ehrlich bin, hätte ich ganz gern noch eine Teleportstatue. Das ist halt ein bisschen... Was sind das überhaupt für ekelhafte Viecher hier? Da ist ein Loch, okay. Ey, ich gehe mal davon aus, dass das nur ein Ausrüstungsloch ist. Ich bleib nämlich jetzt erstmal hier oben. Okay, ich kann die so killen. Ich kann die killen, wenn die über mir hocken. Dieses Haus, das weiß ich, was es ist. Das ist das... Ich glaube, das ist das Skulltula-Haus. Das ist für uns momentan noch absolut nicht relevant, weil damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Ich verstehe. Wir sind oben, neben den Depot. Ah, wir sind hier wild am Wasserfall hier. Oh, lol. Okay, das ist nice. So, dann gehen wir jetzt hin zur Speicherstatue. Und dann muss ich euch sagen, werde ich auch die Folge an dieser Stelle beenden. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo da. Und schreibt gerne in die Kommentare, was auch immer ihr in die Kommentare schreiben wollt. Und dann geht es nämlich in der nächsten Folge im Dämmerwald in diesem Gebiet hier weiter. Wer weiß, was hier abgeht, wer weiß, was sich hier erwartet, aber das... Sieht ultra, ultra sick aus. Wir sind ja anscheinend ganz oben auf diesem komischen Dämmerwald-Vulkan. Schaltet das nächste Mal ein zu The Legend of Zelda Majora's Mask 4K.